Ich möchte erstmal auch von Niedersachsen aus noch meinen Dank an die Verhandlergruppe absetzen. Nicht nur dafür, dass Sie sich unter solchen Bedingungen diese 4 Wochen um die Ohren geschlagen haben mit dieser Energie, die Sie da reingegeben haben, sondern auch dafür, dass Sie da mit geradem Rücken wieder rausgegangen sind. Darauf bin ich stolz, dafür bin ich dankbar. Das an euch alle. Wir haben in Niedersachsen in dieser Zeit, in der sondiert wurde, weiter unseren Wahlkampf gemacht. Und wir haben starten von einer rot-grünen Landesregierung aus tatsächlich auch ein bisschen Schwierigkeiten dabei gehabt, das zu vermitteln, dass wir rot-grünen Wahlkampf machen. Aber wir haben dennoch weiter an dem gearbeitet, was wir für Niedersachsen durchgesetzt haben. Wir waren diejenigen, die über Klimaschutzgesetze geredet haben, die über Tierwohl geredet haben, mit ausgezeichneten Ministern und Ministerinnen und die ganz viele Dinge wie Verbraucherschutz in diesen 4,5 Jahren, die wir regiert haben, mit nach vorne gebracht haben. Dafür geht auch mein Dank nochmal an die niedersächsischen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, die in dieser schwierigen Zeit weiter an den Ständen gestanden haben. Und ich finde es wichtig und richtig, dass Jürgen sagt, wir wollen den Blick nach vorne wenden. Weil ich glaube, Opposition ist die zweitschönste Aufgabe in der Demokratie. Und ich kann das deshalb so überzeugt sagen, weil ich nach diesen 4,5 Jahren jetzt mit der Fraktion und mit den beiden Ministern, die ich noch bei mir habe, diese Opposition in Niedersachsen auch organisieren werde. Wir wissen, dass dem Frust, den wir in diesen Situationen haben, ein viel größerer gegenübersteht, der viel schwerer wiegt und der uns alle, finde ich, viel kleiner aussehen lässt. Wir kämpfen für den Vater, der seine minderjährigen Kinder und seine Frau im Krisengebiet sitzen hat und immer noch vergeblich darauf wartet, dass er sie über einen Familiennachzug endlich holen kann. Wir kämpfen für die afghanische Familie, die nicht in das Gebiet zurück möchte, in dem immer noch gekämpft wird und in dem ihr ganz viel droht, aber bestimmt kein Frieden. Und wir kämpfen für all diese Leute, die frustriert sind. Wir kämpfen auch für die Klimaforscher, für die Naturschutzverbände, nicht nur für die Bienen, sondern auch für diejenigen, die wissen, wie wichtig das ist, dass wir weiter diesen Kampf nach vorne tragen. Und der kleine Frust, den wir haben gegen die großen Wirkungen, die es hat, wenn wir als Grüne aufhören zu kämpfen, den mag ich mir nicht vorstellen. Und deswegen bitte ich euch, geht da raus, macht das genau wie wir in Niedersachsen und nehmt die Aufgabe der Opposition an. Wir müssen das tun, das macht keiner so intensiv wie wir. Wir müssen auch gegen die Rechtspopulisten stehen. Das ist die Herausforderung, die wir zu leisten haben. Wir haben in über 3 Jahrzehnten dieses Land verändert, in Regierungszeiten und aus der Opposition. Ich traue uns das zu, dass wir das weiterhin machen. Lasst uns mit dieser Kraft hier heute rausgehen und unsere Aufgaben angehen. Dankeschön. Anja Piel war das, die gerade eben gesprochen hat, und sie ist Fraktionsvorsitzende jetzt im Niedersächsischen Landtag für ihre Partei. Sie erinnern sich sicher durch den Wechsel von Elke Twesten in die CDU aus den Grünen heraus, bedeutete das für die rot-grüne Koalition in Niedersachsen den Verlust der Einstimmenmehrheit, der dazu führte, dass es Neuwahlen gab. Und dort ist er jetzt eine große Koalition zusammengekommen und stellt die Regierung. Als nächster Redner spricht jetzt hier Malte Spitz, er ist vom Kreisverband Unna. Hinten wagen bzw. ziehen und 2 nach vorne wagen. Wir haben am 24. September einige unserer Wahlziele nicht erreicht. Wir sind weder zweistellig geworden, wir sind weder dritte Kraft geworden und wir werden vermutlich auch nicht die GroKo abgelöst haben. Und es war ein schwerer Wahlkampf. Es war ein spannender Wahlkampf, aber es war auch für uns ein sehr, sehr schwieriger Wahlkampf. Und ich glaube, es ist aus dem Grunde wichtig, auch einen solchen Wahlkampf aufzuarbeiten. Weil bloß wenn man etwas aufarbeitet, hat man auch eine Möglichkeit, aus eigenen Fehlern, aus Fehlern von anderen oder einfach zu schauen, was kann man in Zukunft anders, was kann man in Zukunft besser machen. Und deswegen freue ich mich, dass ein Änderungsantrag auch aufgenommen wurde in den Antrag, weil einen Fokus sollten wir da insbesondere bei haben, nämlich das schwache Abschneiden in den Ostländern. Wenn wir uns mal die Wahlergebnisse anschauen, ich bin gerade noch mal auf die Bundeswahlleiterseite gegangen, so zum Teil Wahlkreise mit 2,8% Zweistimmen, Landesergebnisse mit unter 4%.
Das ist eine Verantwortung für uns als Partei insgesamt. Aber ich habe auch gesagt, dass wir nach vorne schauen müssen. Und dafür stehen, glaube ich, zwei Jahreszahlen. Einmal 2020 und einmal 2021. Und das ist was, wo wir, glaube ich, unsere Parteiarbeit auch darauf ausrichten sollten. 2020 wollen wir uns ein neues Grundsatzprogramm geben. Und das ist verdammt viel Arbeit und auch verdammt viel Verantwortung. Und ich glaube, wir sollten jetzt starten, zwei Jahre vorher uns dran zu machen und sowas zu erarbeiten und klar zu haben, wozu braucht es uns, wozu braucht es unsere Politik im 21. Jahrhundert mit viel, viel Leidenschaft und auch mit frischen Ideen. Und 2021 wird vermutlich die kommende Bundestagswahl sein. Und darauf müssen wir uns jetzt auch fokussieren. Wir haben nach der letzten Wahl zu früh, zu schnell die Aufarbeitung abgebrochen, sind wieder in den üblichen Verfahrensrhythmus gekommen und haben es zwischenzeitlich schwer gehabt, vielen Menschen eine klare Antwort zu geben, warum sie uns eigentlich wählen müssen. Und da bin ich jetzt so hoffnungsvoll und ich komme auch zum Schluss, dass wir es hinbekommen haben, in den vergangenen 8 Wochen klar zu machen, wozu es uns braucht. Und das ist die Ökofrage, aber es sind auch ganz, ganz viele weitere Themen. Und das ist was, was wir jetzt erhalten sollten, was wir ausbauen sollten. Zusammen zu arbeiten, anstatt die ganze Zeit nur schlecht, auch schlecht über Parteifreunde zu reden. Ich glaube, wenn diese Politik der Vergangenheit angehört, habe ich die Hoffnung, dass wir 2021 unsere Wahlziele hinbekommen werden. Vielen Dank. So, danke schön, Malte. Als nächstes redet Franziska Brandner vom KV Heidelberg. Dann kommt die gesetzte Rede von Annalena Baerbock. Und im Anschluss kann sich bereithalten Horst Schürmacher vom KV Görlitz. Franziska, du hast auch 3 Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, auch von meiner Seite nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an dieses wunderbare 14er Sondierungsteam. Das habt ihr fantastisch gemacht. Herzlichen Dank. Ihr habt Punkte verhandelt, bei denen es jetzt sehr schmerzt, dass wir nicht regieren können. Klima wurde heute häufig erwähnt, aber es wurde auch richtig was erreicht für die Bekämpfung der Kinderarmut und für die Unterstützung der Alleinerziehenden. Da hätten viele, viele Menschen davon profitieren können und es schmerzt, dass wir das nicht umsetzen können. Aber es gab auch wirklich schwierige Bereiche und dazu gehört Europa. Da konnten wir zwar Schlimmeres verhindern, aber eigentlich nicht wirklich nach vorne gehen. Und das hatte sehr viel mit der FDP zu tun. Die FDP hatte es ernst gemeint mit ihrer Forderung, den europäischen Rettungsmechanismus, den ESM, abzuschaffen und die Bankenunion wirklich nicht zu vollenden. Die FDP war bereit, Europa in eine tiefe Krise zu stürzen, in die nächste Wirtschaftskrise wirklich zu riskieren und das alles zu stellen mit ihren eigenen nur Parteiinteressen. Das war der Wahnsinn. Und für mich ist seit diesen Sondierungen klar, die FDP ist keine Europapartei, sondern sie ist eine national-neoliberale Partei, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir brauchen aber aus Deutschland eine andere Antwort für Europa. Ganz Europa wartet gerade darauf, dass nach Macron, dass nach Juncker auch endlich mal Vorschläge und Ideen, Visionen aus Deutschland kommen. Jetzt gibt es ein Zeitfenster zur Stärkung und Vertiefung Europas. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir werden einen sehr hohen Preis dafür zahlen, wenn Deutschland Macron aussitzt. Wir werden dafür einen hohen Preis zahlen und deswegen müssen wir im Bundestag jetzt alles daran setzen, eine proeuropäische Allianz zu schmieden. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich finde, das ist
das Thema, was es wert macht, auch selber eine Minderheitsregierung im Spiel zu behalten und nicht nur zu signalisieren, wir sind gesprächsfähig, sondern zu sagen, für Europa sind wir auch bereit, wirklich mit diesem Ziel in eine Minderheitsregierung entweder reinzugehen oder sie zu unterstützen. Ich finde, das wäre es wert, es nicht nur als schlechteste Option darzustellen. Wenn der GroKo-Zug so schnell fährt, wie er gerade fährt, ist das vielleicht hinfällig. Aber wer weiß, was die SPD-Basis dazu sagen wird. Deswegen sollten wir hier proaktiv anhand des europäischen Themas Allianzen schmieden, nach vorne gehen. Und dafür gibt es einen sehr guten Anlass. Im Januar feiert der deutsch-französische Élysée-Vertrag 55. Geburtstag. Ein großer Tag, ein großes Event im Januar und bis jetzt droht aus Deutschland Schweigen zu kommen. Ich finde, das müsste der Anlass sein, nach vorne zu gehen, zu sagen, wir beleben den deutsch-französischen Motor wieder neu. Und es gibt nur eine Kraft, die das jetzt organisieren kann, das sind wir, die Grünen. Dafür lohnt es sich, in den nächsten Tagen und Wochen zu streiten. Ich setze dafür auf unsere Geschlossenheit und danke euch. Franziska Brandner war das aus dem Kreisverband Heidelberg, die hier vor allen Dingen noch mal ins Gespräch gebracht hat, das Thema Minderheitsregierung für die Grünen als Option. Und jetzt spricht Annalena Baerbock, die auch Mitglied der Sondierungsgruppe bei den Grünen war. Sie hat sich vom Abgang der FDP oder zum Abgang der FDP vor allen Dingen frustriert gezeigt und gehört auch eher zu denjenigen, die eine Minderheitsregierung zumindest nicht ganz kritisch gegenüberstehen. Gerade weil es uns um jedes Menschenleben ging und geht und gerade weil es uns um jedes Kind in unserem Land geht, müssen wir, glaube ich, heute für uns eine Nachricht senden, dass egal was in den nächsten Wochen passiert, der Wahlkampf weitergeht. Und zwar, weil wir brauchen uns nichts vormachen, auch wenn wir eine super Bundestagsfraktion haben. Wir werden das alleine nicht schaffen. Wir werden in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren vielleicht die ganze Partei gemeinsam brauchen. Und zwar so wieder auf der Straße wie im Wahlkampf und wie in den letzten Wochen. Im Prinzip bedeutet das, die Town Halls must go on. Grüne müssen weiter im Dialog auf der Straße bleiben in den nächsten Jahren. Und um es vielleicht etwas pathetischer zu sagen, wir hatten ja auch immer schöne Konfuzius-Zitate so im Laufe unserer Sondierung, aber auch da hatten wir einen leichten Männerüberschuss, habe ich mir mal Hannah Arendt rausgesucht. Die hat gesagt, Politik ist angewandte Liebe zum Leben. Und wenn man das mal weniger pathetisch macht, dann war das eigentlich das, was wir in den 4 Wochen in den Sondierungen gemacht haben. Wir haben als Grüne deutlich gemacht, Demokratie ist mehr als Verwalten. Demokratie ist mehr als Vermarktung. Demokratie ist zu leben, unsere Gesellschaft gemeinsam voranzubringen. Und ich glaube, da können wir als Grüne 3 Punkte aus diesen Sondierungen mitnehmen, die wir in Zukunft auch weiter berücksichtigen sollten. Das erste ist aus meiner Sicht, dass Ringen um gute Antworten nichts Schlechtes ist, sondern eine Stärke ist. Ich glaube, wir haben so gepunktet, auch in der Öffentlichkeit, weil wir nicht einfach gesagt haben, hier ist unser 10-Punkte-Plan, friss oder stirb, sondern weil wir uns der Frage gestellt haben, die Professor Schellenhuber auch gerade gestellt hat. Und die ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Wer eben genau zugehört hat, der hat gehört, Professor Schellenhuber hat gesagt, vielleicht ist die Klimakrisenbekämpfung noch eine viel größere Frage als der Familiennachzug. Wenn man das sich mal auf der Zunge zergehen lässt, dann ist das eine Frage, die bei jedem von uns ans Gewissen geht. Und ich kann euch versichern, so ging es uns vor ein paar Tagen auch in diesem Sondierungsteam. Das ist, dass wir auf der einen Seite sagen können, da ist der Kohleausstieg so nah und auf der anderen Seite ist da unsere Humanität. Kann man das gegeneinander abwiegen? Was wiegt schwerer und was wiegt nicht? Und ich glaube, dass wir diese Stärke, die wir gewonnen haben, daraus gewonnen haben, dass wir gesagt haben, am Ende stehen für uns unsere Werte und die sind auch in Kompromissen nicht verhandelbar, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich glaube, dieses Ringen
Das müssen wir weitertragen. Nicht einfach dieses Hau drauf, hier ist meine Antwort und alles andere lehne ich ab. Das Leben ist nicht schwarz-weiß, Politik ist nicht schwarz-weiß. Und das müssen wir, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten weiter auch außen kommunizieren. Der zweite Punkt ist für mich die Spiegelstrich-Agenda. Das wird auch gerne mal von der Presse so dargetan. Jetzt verlieren sich die Grünen wieder in ihrem Klein-Klein. Unser Klein-Klein hat uns stark gemacht, weil Britta ganz genau wusste, dass es für die Mietfrage nicht reicht, über AFA zu diskutieren, weil Agnieszka wusste, was im Bundessicherheitsrat, worauf es da bei den Rüstungsexporten wirklich drauf ankam, weil Katja wusste, dass wenn wir den Kinderzuschlag wirklich haben wollen, um Kinder aus Armut zu holen, wir im Zweifel 25 Euro obendrauf mitnehmen. Und ich glaube, diese inhaltliche Stärke, das Ringen auch bei uns immer wieder, das müssen wir uns weiter auch mitnehmen als Partei. Aber wir sollten auch selbstkritisch sein, weil wenn wir ehrlich sind, haben wir auf unseren Parteitagen uns manchmal doch in den Spiegelstrichen verloren. Und die Debatten, die wir eigentlich zu Ende auch hier auf der Bühne fair und friedlich ausdiskutieren, ausstreiten hätten müssen, das haben wir nicht bei allen Themen getan. Und das waren genau die Punkte in den Sondierungen, wo wir schwach waren. Wir sind stark, wenn wir als Partei gemeinsam über Inhalte kämpfen und ringen. Und das sollten wir in Zukunft uns fest vornehmen. Und der dritte Punkt ist, der dritte Punkt ist aus meiner Sicht, dass wir es geschafft haben, uns in einen Herrn Dobrindt und in einen Herrn Kubicki hineinzuversetzen. Auch wenn das crazy war, sich in die hereinzuversetzen. Wir haben uns getan, weil wir für die Sache kämpfen wollten. Und dieses Hineinversetzen in die anderen hat uns in unserer eigenen Gruppe gestärkt. Und ich wünsche mir, dass wir das in Zukunft auch als Partei stärker machen wollen und uns die anderen, sei es der andere Flügel, ein anderes Geschlecht, hineinversetzen wollen. Denn es gilt nicht nur für Europa, sondern auch für uns Grüne. Einheit in Vielfalt, das ist das, wofür wir Grünen kämpfen. Und das sollten wir gemeinsam tun, auf der Straße, in den Parlamenten und in ganz Europa. Herzlichen Dank. Annalena Baerbock war das. Sie ist Mitglied des Deutschen Bundestages und galt während der Sondierung als ausgewiesene Klimaexpertin. Die gestritten hat für die Ideen der Grünen während der Verhandlungen. Vor allen Dingen hier interessant war auch, dass sie durchaus kritische Töne an die eigene Partei gerichtet hat, hier während ihrer Rede. Und als nächster spricht jetzt hier wieder bei den gelosten Redebeiträgen zur Aussprache zum Leitantrag Horst Schiermeier. Er ist beim Kreisverband Görlitz Mitglied, also im Freistaat Sachsen. Als ich Radio hörte, die Meldung, Jamaika-Verhandlungen sind gescheitert, habe ich eine Mail rumgeschickt, die erste Mail mit der kurzen Information, der zweite halt mit der Frage, Jamaika gescheitert, Offenheit für die Situation für eine Minderheitsregierung, mit grüner Beteiligung, Fragezeichen. Am Montag habe ich mir genauer schlau gemacht, die Berichte halt von den Sondierungsverhandlungen, denen ich entnommen habe, dass entgegen meiner ursprünglichen Erwartung nicht die CSU der Hauptstörenfried war, der Hauptgegner, sondern halt in wichtigen Fragen die FDP. Das ist ja erläutert worden, das brauche ich hier nicht wiedergeben. Aber zwei Aspekte fand ich da ganz besonders wichtig. Das eine, das FDP-Ziel, den Soli abzuschaffen. Ein Thema, was euch wahrscheinlich in uns nicht ganz so sehr halt emotional berührt. Aber das hätte die Konsequenz, den finanziellen Spielraum, den diese Regierung hat, deutlich einzuschränken. Einzuschränken in den ganzen sozialen Bereichen, in den ökologischen Bereichen, einzuschränken auch in der Europapolitik. Der zweite Aspekt, eben die Europapolitik. Irgendjemand sagte halt, dass halt in anderen Ländern halt große Angst bei den Europapolitikern bestände bei der Vorstellung, dass Lindner Finanzminister werden könnte. Dieses Problem haben wir nicht mehr. So mein Ergebnis aus dem Ganzen war, dass unter einer schwarz-grünen Minderheitsregierung Besseres bei rauskommen könnte als bei einer Jamaika-Regierung. Könnte alles konjunktiv. Und weil dem so ist, habe ich halt einen Antrag in unseren Kreisverband gestellt, der dann eingereicht wurde als D01.
Antrag, Aufforderung an den Bundesvorstand und die Spitzenkandidaten, Sondierungsgespräche aufzunehmen über die Möglichkeit einer schwarz-grünen Minderheitsregierung. Sondierungsgespräche heißt nicht, dass das tatsächlich zum Ergebnis kommt. Sondierungsgespräche bedeutet halt, dass man guckt, ob denn genügend Basis da ist. Ich habe das, als ich das rumkommuniziert habe, kam von verschiedenen Leuten halt Bedenken. Ein Bedenken war, der Ball liegt nicht in unserem Spielfeld. Habe ich überlegt, in welchem Spiel sind wir denn eigentlich? Für das Spiel, für die Situation, in der wir jetzt stehen, gibt es keine Vorbilder. So etwas hatten wir noch nicht. Und wenn man das, die Metapher Spiel, dann denkt man wohl an Ping-Pong oder an Volleyball oder sowas. Denke ich mal lieber an Fußball, da schnappt man sich den Ball da, wo er liegt. Das heißt, ich meine, auch wenn natürlich wir nicht die zentralen Akteure sind, wir nicht gehindert sind, Signale auszusenden, dass wir für sowas zumindest offen sind. Ein letzter Satz. Ich bin kein Freund von Schwarz-Grün. Ich komme eigentlich aus einer politisch ganz anderen Ecke. Ich denke aber, egal welche Regierung wir haben werden, unter grüner Beteiligung, grüne Politik werden wir nur durchsetzen, wenn es entsprechenden Druck gibt. Gegendruck von den anderen gibt es genug. Wir müssen Druck aus den eigenen Reihen, aus den nahestehenden Initiativen, Verbänden brauchen wir, müssen wir anfordern notfalls. Nur dann halt sind unsere Leute in der Lage, halt aufrecht stehen zu bleiben und dann die grünen Inhalte, die notwendig sind, auch durchzusetzen. Danke. Danke dir. Jetzt also Daniela Ehlers aus dem KV Lichtenberg und im Anschluss dann Marco Moenthal-Bahnow. Liebe FreundInnen, wir haben es heute ein paar Mal, meiner Meinung nach eigentlich zu selten gehört, aber wir sind die Partei, die tatsächlich des Ursprung der Frauenpolitik mit sind. Wir sind auch aus der Frauenbewegung in Deutschland entstanden. Wir sind die Partei, die als allererste eine Frauenquote eingeführt hat. Für uns war immer selbstverständlich die Hälfte der Macht den Frauen, und zwar mindestens die Hälfte der Macht. Genau dieser Anspruch bedeutet aber auch, sollte es zu grünen Regierungsbeteiligungen kommen, dass auch dann immer noch gilt, die Hälfte der Macht den Frauen. Hallo Christian. Und die Hälfte der Macht bedeutet eben auch die Hälfte der Ministerien den Frauen und die Hälfte der StaatssekretärInnen. Und nicht, wie wir es bei der letzten grünen Bundesregierung gesehen haben, dass man der Meinung war, man könnte mit der zweiten Reihe ja die erste Reihe ausgleichen. Die Hälfte der Macht bedeutet auch die Hälfte der Macht der Frauen in die erste Reihe und die Hälfte der Macht auch der medialen Öffentlichkeit. Und ich hoffe einfach, dass wir als Partei uns das, sollte es zu grünen Regierungsbeteiligungen jetzt oder auch in Zukunft wieder kommen, klar hinter die Ohren schreiben und uns klar bewusst ist, dass das unser Anspruch ist, dass genau auch deshalb wir von jede Menge Menschen gewählt werden. Und vor allem von jede Menge Frauen gewählt werden. Das ist der Grund, warum unsere Wählerinnenschaft zu großen Teilen weiblich ist. Weil wir uns für die Belange von Frauen einsetzen. Und das geht weit darüber hinaus, nur zu fordern, dass Frauen den gleichen Lohn bekommen. Das bedeutet nämlich auch, und das wünsche ich mir für zukünftige Wahlkämpfe, dass wir die Frauenthemen noch viel präsenter haben. Zum Beispiel die Frage, ob Kinder oder keine, das entscheide nur ich alleine. Und mein Körper gehört mir. Und die Tatsache, dass die Frage, was ich mit meinem Körper mache, noch immer ein Teil des Strafgesetzbuches ist, ist sowas von unglaublich und eigentlich dringend abzuschaffen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir, wenn wir diese Debatte, die gerade wieder aufkommt, wir auch noch viel stärker präsent sind. Denn es waren genau unsere Frauen, die dafür schon vor Jahren auf die Straße gegangen sind. Genau, und ich freue mich darüber, wenn wir in Zukunft, wenn wir noch mehr inhaltlich wieder auch diskutieren, häufiger auch noch mal über das Thema Frauen diskutieren. Zum Thema grüne Frauenpolitik in Regierung hat der Bundesfrauenrat im Oktober einen sehr guten Beschluss gefasst. Das würde ich mich freuen, wenn ihr den in euren Kreisverbänden euch nochmal durchlest und guckt, was wir da beschlossen haben, weil ich glaube, da steht sehr viel Grundsätzliches drin, was sehr sinnvoll ist für alles, was jetzt auf uns zukommt. Danke.